Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 20 am 19. Dezember 2022. Es ist 23 Uhr und wir haben, das ist heute schon ein bisschen kälter, es sind noch 12 Grad draußen. Ja, die Temperaturen, die gehen jetzt so ein bisschen in den Keller. Heute war es sehr bewölkt und ziemlich schattig. Dementsprechend war auch die Solarausbeute wenig und leider zu gering. Denn ich hatte heute Abend wieder eine Weihnachtsfeier, wieder mit den Camper Nomads. Gestern war das in der Community, heute war das im Team, im erweiterten Team, will ich mal sagen. Und da hatten wir richtig, richtig schöne Gespräche. Und ich musste leider jetzt gerade das beenden, beziehungsweise ich wurde beendet, weil mein Laptop schlapp gemacht hat. Und ich den bereits schon an der Starterbatterie mal wieder aufgeladen hatte, aber da war einfach zu wenig Strom da, dass der noch aufgeladen werden konnte. Also die Batterie hat noch genug Power quasi, noch genug Ladestand, aber der Strom, der da fließt, das reicht wohl nicht, um über den Adapter, den ich noch habe, als Verlängerung dazwischen, zwischen Zigarettenanzünderdose vorne bis zum Laptop dann da irgendwie hinzukommen. Also hat halt nicht mehr gereicht. Das zeigt mir wieder, ich muss tatsächlich eine neue Aufbaubatterie haben. Das wird so nichts mehr. Möchte das jetzt aber dieses Jahr nicht mehr investieren, da wir ja im Januar dann auf dem Campingplatz sind. Dort habe ich ja Landstrom zur Verfügung und somit werde ich das dann entweder im Januar umsetzen oder dann im Februar. Mal gucken, wahrscheinlich werde ich es im Januar irgendwie dann auf den Campingplatz bestellen, so eine Batterie, damit ich dann wieder gut ausgerüstet bin. Aber nochmal zurück zu der Weihnachtsfeier. Es war richtig schön, sich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Wir haben über viele Camper-Themen gesprochen, aber auch Business-Themen. Jetzt zum Schluss haben wir noch so ein bisschen überlegt, was war denn so unsere größte Erkenntnis aus diesem Jahr und was haben wir nächstes Jahr vor und so weiter. Also es war so ein kleiner Jahresrückblick für uns ganz persönlich, aber auch gar nicht jetzt fürs Business der Camper Nomads, sondern eher so für uns persönlich jeweils. Fand ich eine sehr, sehr schöne Runde. Wenn ihr das jetzt hört, die ihr dabei wart, vielen Dank an euren Input und an euer Zuhören und euer Teilen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für alle anderen Hörerinnen und Hörer hier beim Podlog, ich werde natürlich hier auch nochmal bestimmte Dinge teilen. Aber für heute ist genug. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.